Ja, viel mehr sieht der Rudergänger auch nicht. Der guckt durch so ein Rohr. Der kleine Kompass steht oben am Paldeck. Ja, und das ist ziemlich anstrengend. Ja, hier wird alles mit der Hand gemacht. Und da oben in dieser Röhre mit dem Spiegel, da sitzt der Kompass. Ein kurzer Blick auf die Brücke. Hier oben ist der Elektriker. Der dritte Offizier fährt. Und am Ruder sitzt ein Matrose. Ja, der Kapitän hat ihm erlaubt zu sitzen, denn die Jungs, die hier jetzt schon seit Tagen mit der Hand steuern, die können ja nicht 24 Stunden am Tag da oben rumstehen. Das ist unser Kreiselkompass, so sehen die heute aus. Aber wir wissen ja, das Ding funktioniert nicht. Und das ist eine von den Schalltafeln dazu und der Elektriker ist nun also dabei, über Ferndiagnose von Land hier zu probieren, die Kiste wieder in Gang zu kriegen. Der Elektriker guckt auf die Uhr und genau nach dem Zeitplan wird jetzt der Kreiselkompass einmal in die Richtung gedreht. Dann muss er da 10 Sekunden warten und dann geht er in die andere Richtung und dann müssen wir da wieder ein bisschen warten. Und dann wird er wieder zurückgedreht. Oh, noch ein Stück vor und dann wieder ein Stück zurück. Und dann irgendwie, entweder es geht oder es geht nicht. Aber wenn es gehen sollte, dann braucht er jetzt 4 Stunden, um sich erstmal wieder einzusteuern. Und das werden wir gleich erleben, ob das denn alles so seine Richtigkeit hat. Ja, das ist der Hauptschaltschrank. Da ist der ganze Strom drin. Und dann kommen da erstmal noch Sicherungen rein. Und dann gucken wir mal, ob das alles funktioniert. So, das Ergebnis sieht man schon. Hier fängt wieder alles an, sich zu drehen und zu bewegen. Aber wie ich schon sagte, es dauert jetzt ungefähr 4 Stunden, bis sich der Kreisel dann eingesteuert hat. Und wenn er dann läuft, dann ist gut. Aber wahrscheinlich, das weiß man noch nicht, wird er gleich wieder den Geist aufgeben. Und dann war es das erstmal. Inzwischen sind wir einen Tag weiter. Aber unsere Kreiselreparatur hat nichts gebracht. Das Ding funktioniert also immer noch nicht und wir steuern nach wie vor mit der Hand und nach dem Magnetkompass. Ja, das Wetter hat sich nicht so furchtbar verändert. Wir sollen noch ein bisschen mehr Wind kriegen. Heute Nacht hat er ein paar Mal fürchterlich übergeholt. Da ist so einiges bei mir in der Kammer durch die Gegend geflogen. Aber im Großen und Ganzen hält sich das doch in Grenzen mit der Rollerei. Das Erste, was einem auffällt, wenn man nach Singapur fährt, ist der ungeheure Schiffsverkehr. Und es ist die Masse der Schiffe, die irgendwo vor Anker liegt oder an den Piers in den diversen Häfen. Also ich behaupte mal, dass dieses wirklich die meistbefahrene und meistbenutzte Seestrecke weltweit ist. Ach, das müssen 300, 400, 500 Schiffe sein, die hier in dem Großraum Singapur vor Anker liegen und an den Piers und da durchfahren. Wahnsinn. Wir laufen also gerade in Singapur ein. Ich werde jetzt runtergehen und mich fertig machen, weil ich gleich an Land gehen werde. Also, bis gleich. Jetzt bin ich bei der deutschen Botschaft.
Und das Ganze ist mitten in der Stadt Singapur. Wir sind ja nun hier in der Lobby, aber die heiligen Räume, die darf ich natürlich nicht filmen. Da ist die Botschaft ein bisschen eigen. Diese junge Dame hat mich gerade so nett empfangen. Und dafür darf ich auch ihren Glaskasten, ja, darf ich denn auch filmen. Gerade als ich oben in der Botschaft war, da hat das fürchterlich geregnet. Aber Gott sei Dank hat es inzwischen aufgehört. Ich hoffe, es bleibt trocken. Gibt es noch schnell was zu essen? Das sieht alles sehr lecker aus. Hallo. Hi. Welcome to Singapore. Thank you. Have a nice day. Thank you. Thank you.
Also das hier ist dieses Esplanade Theater oder auch Heggendas Palast genannt. Da gibt es das schöne Eis. Singapur ist eine extrem saubere Stadt. Die Einfuhr und der Besitz von Kaugummi zum Beispiel ist strikt verboten. Und wenn jemand seinen Abfall irgendwo auf der Straße fallen lässt, dann wird das sehr, sehr teuer. Die Stadt ist überall, auch außerhalb von Parks, sehr grün. Überall blüht es und die Blumen, die sprießen am Straßenrand. Es ist unglaublich, welchen Aufwand sie hier mit den Blumen betreiben. Obwohl sie hier natürlich bei diesem Klima hervorragend wachsen. Nun gönne ich mir auch noch einen Besuch auf der Insel Sentosa. Da gibt es ein riesengroßes Aquarium. Um dahin zu kommen, muss man in diesem Gebäude hochfahren, dann in die Gondel steigen, dann nach Sentosa rüberfahren. Naja, und dann kann man auf dem gleichen Wege auch wieder zurückkommen. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Wir sind immer noch in Singapur.
Die Nacht ist noch gar nicht ganz rum. Da sind wir schon wieder unterwegs. Dann also erstmal tschüss Singapur, wir sehen uns wieder. Auf See besteht die Hauptaufgabe der Decksbesatzung darin, das Schiff zu konservieren. Ständig nach die Seeluft, die salzige Luft, an der Farbe und am Schiffskörper. Da wird das Schiff also entrostet, grundiert und frisch gemalt. Das ist das obere Stück eines Zylinderkopfbolzens. Der ist uns gerade abgerissen.
Natürlich wurde der Schaden auch mit der Kamera festgehalten. Und jetzt sieht man hier auf dem Bildschirm vom Computer die Bruchstelle. Das ist der abgerissene Bolzen vom Zylinderkopf. Ja, da sind die Schwachstellen zu sehen. Also dieser Stehbolzen oder Hauptbolzen von dem Zylinderkopf, der hatte schon irgendwo eine leichte Macke. Und schon geht's weiter, volle Fahrt voraus. Trotz des kleinen Aufenthaltes hier auf See, unser ETA, also unsere vorgegebene Ankunftszeit, werden wir ganz bestimmt einhalten. Einen schönen guten Abend. Wir laufen gleich in Hongkong ein. Ich wollte hier nur mal zeigen, was in den letzten 5 Jahren hier an Hochhäusern gebaut worden ist. Für die vielen Zuwanderer, die hier nach Hongkong reinkommen, wahrscheinlich aus dem Festland China. Alleine in diesen Häusern hier vorne wohnen ungefähr 30.000 Menschen. Die Stadt kommt gleich, wenn wir um die Ecke sind. Wir müssen noch hier in diesem Hafenbecken bis hinten durchfahren und dann geht's mit Steuerbordseite an die Pier. In 10 Minuten ungefähr sind wir da. Na bitte, passt doch wieder. 20 Meter. So, wir sind da in Hongkong, mitten in der Nacht. Also, dann bis morgen früh. Mal schauen, wie es weitergeht. Guten Morgen aus Hongkong. Hong Kong.
No, it's good. It's okay, thank you. Heute Morgen sind wir gegen 5.30 Uhr hier in Hongkong eingelaufen. Jetzt ist es 4:30 nachmittags und dann laufen wir schon wieder aus. In 2 Tagen sind wir in Shanghai. Ja, Hongkong ist immer noch eine sehr faszinierende Stadt. Ordentlich was los. Wird immer noch gebaut. Kommen immer noch Leute aus China hier rüber, die wollen hier wohnen. Und Wohnraum ist knapp und teuer. Ja, das gibt schöne Ecken hier. Und auch noch sehr teure Ecken. Mit englischen Villen und so. Jo. Aber ansonsten wahnsinnig viel Hochhäuser, auch Neubauten. Da vorne geht es gleich raus Richtung Süden. Der Lotse wird gleich vor Bord gehen. Und dann gehen wir hier auf Full Speed bei den Inseln da hinten links um Richtung Osten. Und dann sind wir in 2 Tagen in Shanghai. Also bis dann und tschüss.